Hi ihr Fischlinge, bevor dieses schöne Video losgeht, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, dürft ihr sehr gerne das Video positiv bewerten, sehr gerne auch einen Kommentar schreiben oder mehrere, falls ihr was wissen wollt oder Videowünsche habt oder irgendwas beitragen möchtet. Und wenn ihr ganz, ganz cool seid und das immer noch nicht getan habt, auch sehr gerne diesen Kanal abonnieren. Und jetzt Intro und dann erzähle ich euch, um was es in diesem Video geht. Los geht's! Willkommen zu einem neuen Video meinerseits. Und natürlich dürfen wir eines nicht vergessen, nämlich, was gab es denn eigentlich letzte Woche? Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid und es gibt heute das lange ersehnte, bereits angekündigte Teich-Update, nämlich was ist denn jetzt hinter die vier oder hinter mir in die vier, so ist richtig, Bottiche eingezogen und was ist denn jetzt im Mini-Teich drin und was hat sich da so verändert, was mit den Pflanzen passiert, haben sich die Fische vielleicht schon vermehrt? Wir werden es in diesem Video rausfinden. Also, ich stelle jetzt mal die Kamera um, deck die Dingerfeuer ab und dann geht's los. Okay. Ich nehme mich mit. Also, machen wir unsere Abdeckungen runter. Die sind ja aus Hula-Hoop-Reifen gebaut mit so einem Gewebezeug dazwischen. Vorteil ist, hier ist eine Luftzirkulation drin. Es kann auch rein regnen. Man kann auch sehr gut füttern, ohne die Dinger überhaupt richtig abdecken zu müssen. Aber wenn man natürlich reingucken will, was da drin los ist, sollte man sie natürlich abdecken. So, werfen wir die mal dahin. Hat als Schmutzfänger und gegen Kram, der da nicht rein soll, ziemlich gut funktioniert. Bis jetzt sehe ich nichts, was nicht rein soll. Was jetzt schon direkt auffällt, ich werde gleich mal die Kamera in die Hand nehmen, dass diese Bottiche leider wesentlich weicher sind, wie ich das eigentlich von Speiskübeln in Erinnerung habe. Und die geben ein bisschen nach, stehen ein bisschen schief, haben sich ein bisschen in die Steine reingedrückt. Hätte besser eine Platte drunter gemacht. Für nächstes Jahr weiß ich das. Dieses Jahr werden wir jetzt mal damit so leben. Hat die Tage etwas geregnet, also wir sind ein bisschen übervoll, aber das macht gar nichts. Aber kommen wir, bevor wir jetzt in die Bottiche gehen, zuerst mal noch zu der Technik, nämlich hier habe ich was verändert. Und zwar haben wir ja, das habt ihr im letzten Video gesehen, ist natürlich in der Videobeschreibung für euch verlinkt, wo wir diese schönen Dinger hier aufbauen und besetzen und holy moly, seid ihr schief. Katastrophe. Mein innerer Symmetrieliebhaber, der verreckt hier, weil wenn er das sieht, aber da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Okay, also hier in dem Eimerchen hatten wir ja die Pumpe stehen. Das war eine Hylea-Pumpe, die aber brutal stark war. Brutal stark. Und in den und da hinten sind Fische eingezogen, wo ich keine brutale Strömung oder ein brutales Blubbern haben möchte. Und deswegen haben wir hier ein bisschen umgebaut. Und zwar habe ich hier eine Amtra-Pumpe reingebaut. Und zwar das Amtra-Air-System 360 UPS, das ist die größte Pumpe aus diesem System. Habe ich auch mal eine Vorstellung gemacht über die Pumpen, verlinke ich euch auch mal, falls ihr die sehen wollt. Und zwar läuft diese Pumpe ganz normal als Luftpumpe. Die Verlegung ist genau wie bei der alten auch. Was das Coole daran ist, die hat einen Akku. Hier könnt ihr sehen, der Akku ist voll geladen. Wenn ich jetzt also hier den Strom abziehe, schalte die um und geht einfach in den Akkumodus und hier läuft alles weiter. Und das je nach Größe der Pumpe zwischen 14 und 22 Stunden, beziehungsweise wie stark ihr die einstellt. Coole Sache, aber sie soll natürlich dauerhaft laufen. Also schön mal wieder eingesteckt. Und ihr seht, grüne Lampe wieder an und das Ding läuft wieder und belüftet hier dauerhaft. So, dann
machen wir das Ganze mal nochmal zu. Das hier einfach als Regenschutz, dass da nichts dran kommt. Und da ist schon wieder eine Wespe. Ich hasse Wespen. Wenn ihr Wespen hasst, schreibt es mal in die Kommentare. So, hier dem Teich werden wir uns gleich widmen. Was man hier noch sagen kann, ihr seht, ich habe auch hierfür mittlerweile eine Abdeckung, die freundlicherweise mein alter Herr mir gebaut hat. Auch einfach auch Dachlatten verschraubt mit auch demselben Gewebematerial, das dann hier getackert ist. Ich hoffe, man kann es sehen. Und ja, was hier drin los ist, das werde ich euch gleich zeigen. Aber erst gehen wir mal zu unseren Bottichen. So, also, hier haben wir unsere vier heiligen Bottiche. Vorab wechsle ich mal die Kameraposition, nämlich es ist alles nicht so gelaufen, wie ich das mir eigentlich vorgestellt habe und wie ich das eigentlich geplant hatte. Nämlich ist der springende Punkt, in die Bottiche konnte leider nicht das einziehen, was ich eigentlich geplant hatte. Ursprünglich, das habt ihr vielleicht auf dem letzten Thumbnail beziehungsweise zu dem Bauvideo hiervon gesehen, auch wenn sie verpixelt waren auf dem Thumbnail, hatte ich eigentlich vor, hier unter anderem mit Wildformen vom Schwerträger zu arbeiten. Schwerträger kennt ihr, gibt es ganz, ganz viele verschiedene Farbformen, aber es gibt auch wunderschöne Wildformen. Waren tatsächlich auch auf der Großhändlerliste, ich hätte sie tatsächlich bekommen. Allerdings, vor Ort mussten wir leider feststellen, dass die Tiere für den Preis, der ganz schön immens war, also waren Tiere dabei, die werden im Laden wohl 50 Euro oder sogar mehr kosten. Wildschwerträger, ziemlich teure Sache, je nachdem, was ihr wollt. Ich sehe es aber nicht so ganz ein, über 50 Euro für ein Tier zu bezahlen. Oder ihr werdet das vermutlich auch nicht einsehen, dass gerade mal 2 bis 2,5 Zentimeter groß ist. Also kein wirklich zuchtfähiger Schwertträger, mit dem ich in diesen Bottichen hätte arbeiten können, beziehungsweise euch wirklich hätte zeigen können, wie schön diese Tiere sind. Dafür hätte ich dann schon gern möglichst ausgewachsene, beziehungsweise subadulte Tiere gewollt. Also haben wir uns nochmal umentschieden und der liebe Tobi aus der Laichbude hat mir aus der Laichbude ein paar Fische gegeben und diesen hier eingezogen. So, ich gehe jetzt mal hinter die Kamera und dann lüfte ich jetzt endlich nach langem Gelaber das Geheimnis, was hier hinter mir in den Bottichen sitzt. Und zwar fangen wir nach der Ernüchterung mit was Schönem an, was ihr auch schon mal auf meinem Kanal gesehen habt. Und zwar hier in den beiden Bottichen sitzt tatsächlich das Gleiche drin, aber bisher leider ohne, zumindest für mich nicht ersichtlichen Nachzuchterfolg. Nämlich in diesen Bottich und in diesen Bottich sind Trichogaster leri eingezogen. Also der gute, alte, wunderschöne Mosaikfadenfisch. Darüber habt ihr auch schon mal ein Video auf meinem Kanal gesehen. Ich hab die mal in einer Fischvorstellung gehabt. Meine bessere Hälfte hat die ja in ihrem Aquarium. Und ja, also neben den Pflanzen, die hier sehr, sehr schön gewachsen sind. Ja, also man sieht es hier, der Wassersalat vermehrt sich hier auch sehr, sehr schön, hat sehr, sehr schön zugelegt. Hier kann man es noch besser sehen. Da seht ihr die Triebe, die er aussteckt. Könnte ich jetzt auch einfach hier abknipsen und hätte eine neue Pflanze. Also dem gefällt es hier ziemlich gut drin. Ist auch bisher nicht ersichtlich, dass ich irgendwie Blattläuse oder irgendwie Schädlinge da drauf gekriegt habe. Also ja, geht ihm sehr, sehr gut. Im Aquarium funktioniert das ja oft gar nicht so gut, weil viele Schwimmpflanzen es nicht so gerne haben, unter einer heißen Abdeckung bzw. sehr, sehr dicht unter einer sehr, sehr heißen Aquariumlampe zu sein. Und vor allen Dingen, was im Aquarium ja auch sehr oft ist, ihr habt dort Verdunstung drin und das Wasser tropft dann von oben runter oder sammelt sich auf den Blättern der Schwimmpflanzen und viele Schwimmpflanzen kommen damit gar nicht zurecht und faulen euch weg. In einem oben offenen Aquarium oder in solchen Bottichen wie hier funktioniert das, wie ihr seht, aber wunderbar. So, jetzt gucken wir mal. Ich hoffe, ihr seht es trotz der Spiegelung. Man sieht natürlich, auf dem Boden ist schon ein bisschen Schmutz und Dreck reingefallen. Ganz dicht ist diese Abdeckung natürlich nicht, war aber auch nicht geplant. Und hier steht ein großer alter Süßkirschenbaum, der wunderschönen Schatten in dem Garten spendet. Deswegen bleibt er hoffentlich auch noch lange bestehen. Und ja, also hier sind ein paar Reste, ein paar, vielleicht auch Insekten,
Stiele von alten Kirschen und ja, Holzsachen, die halt einfach von so einem Baum abfallen, liegen teilweise auch hier drin, was aber nicht schlimm ist. Und ihr könnt schon sehen, das Wasser ist leicht bräunlich, was natürlich für die Leris gar nicht so verkehrt ist, beziehungsweise Huminstoffe sehr, sehr gerne gesehen. So, ja, hier wächst weiterhin alles sehr, sehr gut, sieht schön aus. Die Wasserpest, gut, die schwimmt jetzt, aber man sieht hier vorne, dass die auch schon gewachsen ist. Na, also man sieht es hier, die Wasserpest macht ihrem Namen alle Ehre und wächst, obwohl sie jetzt eher hier als Schwimmpflanze ist. So, dann gucken wir mal. Ich hole mal den Filter raus. Vielleicht kann ich euch den Leri zeigen. Ich sehe meistens immer nur einen in dem Bottich, aber es sind zwei da, wenn man dann genauer guckt. Ich will ihm jetzt auch nicht zu sehr auf die Nerven gehen. Holen wir mal den Schwammfilter raus. Wie gesagt, wenn ihr was über die Pumpe oder über die Filter oder so wissen wollt, schaut in das Video, wo wir es aufgebaut haben. Da ist alles gezeigt, alles erklärt. Und hier sehen wir auch was, was ich sehr, sehr begrüße. Und zwar haben wir hier schön Algen drin. Algen insofern wunderbar, nämlich Algen sorgen natürlich nicht auch nur für eine gute Wasserqualität, beziehungsweise bauen auch Stoffe ab, beziehungsweise um, sondern in Algen haben wir unheimlich viel Mikroorganismen und Nahrung für kleine Fische. Und gerade so Fadenfische und sowas sind unheimlich klein, wenn die aus den Eiern schlüpfen. Und da ist sowas mit den nahrhaften Tierchen drin genau das Richtige. Und man tut sich da mit so manchem Futter sehr, sehr schwer, auch mit Lebenfutter wie Artemia. Das ist für solche Gesellen, wenn die auf die Welt kommen, viel, viel zu groß. Und oh, da kommt eine meiner Bienen. Da ist eine meiner Bienen, die gerade trinken kommt. Honig gibt es dieses Jahr leider nicht, aber ja, ich mag meine Bienen. So, und hier unten sehe ich auch einen Leri stehen. Ich hoffe, kann man ihn sehen? Kann man ihn sehen? Ich weiß es nicht. Doch, da ist er. Na, wenn du jetzt scharf stellst. Ja, also da. Da. Da steht er. Ich will ihn jetzt nicht allzu sehr nerven. Also hier steht einer. Sehr unspektakulär von oben, aber wenn ihr sehen wollt, wie schön Leris wirklich sind, dann schaut euch mal die Fischvorstellung darüber an. Wunderschöne Fische. Gucken wir gerade, ob ich den zweiten vielleicht noch finde. Aber tatsächlich können die sich in so einem Bottich wahnsinnig gut verstecken. Und obwohl hier verhältnismäßig wenig drin ist. Ah, da ist der andere. Ich weiß nicht, ob man ihn sieht. Da unten sieht man die Schwanzflosse. Sind also noch beide da, aber ich habe bisher, deswegen würde ich sehr davon ausgehen, dass wir keinen Nachwuchs haben. Ich habe trotz regelmäßiger Kontrollen noch kein Schaumnest gesehen, da die ja Schaumnestbauer sind. Von daher, ja, wird das wohl eine kalte Nummer. Hier nebendran bei den Leris sieht es ähnlich aus. Da wird wohl auch nichts draus werden. Ich guck mal, ob ich sie zumindest sehe, um sie euch zu zeigen. Gucken wir mal, wie wir sehen, sehen wir nichts. Aber Fische, die sich sehr gut verstecken können. Ah, da ist einer. Da ist ein kleiner, das ist das Weibchen. Wo ist es jetzt hin? Ja, keine Ahnung, auch wieder weg. Aber auf jeden Fall sind die Tiere noch da. Also es geht ihnen gut, aber Vermehrung habe ich bisher leider noch nicht geschafft. Naja, mal gucken. Vielleicht wird es ja noch was. Ist ja noch eine Zeit lang warm. So, hier gehen wir dann zu meiner Freundin. Das ist gar keine Biene. Das jetzt. Das ist eine Schwebefliege. Also falls ihr die mal seht, Schwebefliegen. Harmlose Tierchen, macht denen bitte nichts. Die können gar nichts. Die haben keinen Stachel. Außer die Wespen, die fressen die immer. Aber harmlose Tierchen. So, und zwar haben wir hier. Hier wollte ich eigentlich rote Korallenplatys reinsetzen. Die aber dann doch nicht so waren, wie gehofft, beziehungsweise waren nur ein paar Weibchen und die sind nicht gut hier angekommen und hatte nur noch Männchen. Das hat natürlich nicht funktioniert. Also hatte ich einen Bottich frei und habe hier von meinen Guppies, die unten auch im Keller sind, die ihr ja schon kennt aus anderen Videos, habe ich hier ein paar Guppies reingesetzt und denen geht es prächtig, wie das bei Guppies ist, kann man eigentlich nicht viel falsch machen, wenn man einen guten Stamm hat. Auch hier
sieht man schön, jede Menge Algen. Sehr, sehr gut. Auch die Guppies finden dort reichlich Nahrung. Also Algen sehr, sehr gerne gesehen. Und zwar, wo haben wir sie? Ich sehe gar keine. Sind tatsächlich auch hier drin ein gutes Stück Scheuer. Mal gucken, ob wir sie sehen. Also Guppies, man kennt es. Normalerweise kommen sie immer nach oben. Da unten, guck mal gerade. Da könnt ihr sie sehen. Da, schon ein Weibchen. Ja, also da habe ich auch 5, 6 Tiere reingesetzt. Und ich sehe überall Tiere schwimmen. Also das hat gut funktioniert, war zu erwarten bei Guppies. Aber bevor es leer stehen bleibt, haben wir mal ein paar Guppies reingesetzt. Tatsächlich war es hier zwischenzeitlich auch ein bisschen kühl. Kann auch sein, dass die Leris deshalb nicht so gut klargekommen sind, weil es zwischenzeitlich einfach ein bisschen kalt geworden ist. Vielleicht sind die dann auch aus der Brut raus, das kann sein. Tatsächlich haben die jetzt den ganzen Sommer noch nicht über 24 Grad gehabt, obwohl es ja sehr, sehr heiß war. Also vielleicht wäre es sogar ratsam, die noch ein bisschen hochzuheizen. Und dann kommen wir zum letzten Bottich, bevor wir hier zu dem großen Mini-Teich gehen. Dem Projekt aus dem letzten Jahr. Verlinke ich euch natürlich auch mal. Könnt ihr mal gucken, falls euch interessiert. Und zwar haben wir dann hier doch Pladis drin. Und hier habe ich gestern schon reingespitzelt. Und hier kann ich euch tatsächlich Nachwuchs präsentieren. Und hier seht ihr auch jede Menge Algen. Wunderbar. Gerade als Versteck für die Jungtiere. Super, super gut. Und zwar sind hier sogenannte Sunset-Platys eingezogen. Wunderschöne bunte Tiere, auch wenn sie ganz schön schreckhaft sind tatsächlich. Hier unten stehen sie, oder standen sie zumindest. Und hier könnt ihr die Kleinen sehen. Da sind sie. Da sind zwei Stück, hab gestern so 10, 12 Stück könnten es sein, gesehen. Die, ja, ihr Unwesen treiben, da unten sind die Großen. Also ihr kennt ja die orange-gelben Platys mit rotem Schwanz bzw. Schwanzstielteil. Wunderschöne Viecher, auch sehr, sehr groß. Hat der Tobi mir super, super schöne Tiere gegeben. Und was ich ganz interessant finde, dass die farblich ein gutes Stück dunkler in diesem Bottich sind, wie sie tatsächlich im Aquarium meistens sind und sich da auch sichtlich drin wohlfühlen, auch wenn sie ein bisschen schreckhaft sind, wenn man von oben kommt. Aber ist auch eine doofe Position so von oben, weil das ist typisch für einen Viech, dass von oben ein Raubvogel kommt, beziehungsweise ein Reiher, der ordentlich zulangt. Ja, ich sehe es schon. Hier überall Nachwuchs. Na, wenn sie jetzt scharf stellt. Na, komm, stell mal scharf, bitte. Wenn sie den scharf stellt. Aber ich denke, ihr könnt es trotzdem sehen, trotz dass es ein bisschen unscharf ist. Also hier, da habt ihr gerade weghuschen sehen. Also hier ist auf jeden Fall schon mal Nachwuchs gegeben. Da freue ich mich sehr, dass zumindest in den zwei Bottichen was klappt. Vielleicht kriege ich es ja in dem auch noch hin. Mal gucken. So, jetzt werde ich die nochmal abdecken. Und dann werden wir die aufdecken und dann zeige ich euch noch, was da drin ist. Auch obwohl die ungefähr genauso schüchtern sind wie das, was hier drin sitzt. Aber ich gebe mein Bestes. Okay. Also kommen wir jetzt zu Mini-Teilchen. Ich liebe dieses Projekt. Ihr wisst es ja, wenn ihr die anderen Videos gesehen habt, dass das hier mal ein Frühbeet war. Und das war eigentlich jahrelang immer eher so, na sagen wir mal so eine Dreckecke, sagt man bei uns. Ich weiß nicht, wie ihr sagt. Und ich hatte immer Lust, da irgendwie, oh, da könnte man einen Teich oder irgendwas drauf machen. Und ja, schlussendlich wurde es dann doch nach vielen, vielen Jahren noch umgesetzt. Und wir gucken mal, wie sich das Ganze entwickelt hat. Wir haben ja von dem Schwimmfahren reingemacht und der hat sich rasant vermehrt. Genau wie die Seerose, die ist auch wunderschön gewachsen, auch wenn sie leider keine Blüten hat, aber sie ist sehr, sehr schön gewachsen. Und ich nehme jetzt mal die Kamera und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht einen Blick erhaschen können, zumindest auf eine Art. Die andere Art habe ich seit dem Einsetzen einmal gesehen, die wird hier unter dem Kraut ihr Unwesen treiben und werde euch dann noch was über den Nachwuchs erzählen, nämlich hier drin hat es definitiv schon Nachwuchs gegeben. So, also hier nochmal von Namen, ne? Also wir sehen wunderschön die Schwimmpflanzen gewachsen. Wunderbar. Genau wie es soll. Die Seerose
hier auch, wobei, wenn sie wohl ein bisschen mehr Sonne kriegen wird, wird sie noch besser wachsen. Hier sieht man auch, dass die Algen auch hier drin fröhlich am Wuchern sind. War ja doch ganz schön heiß. Man sieht auch, dass hier ganz schön was verdunstet ist. Das werde ich demnächst mal nochmal mit Regenwasser, ich habe ein bisschen Regenwasser gesammelt, auffüllen oder auch mit Osmosewasser. Tatsächlich werde ich hier gar nicht großartig Wasser wechseln, sondern immer nur auffüllen. Das darf ruhig so ein bisschen modrig, schludrig sein. Wenn die Tiere da drin sind, die stört das nicht. Auch hier haben wir Algen. Und zwar haben wir auch hier uns für Luftatmer entschieden. Und zwar sind hier zwei Sorten eingezogen. Einmal was hier mit den zwei ersten Bottichen zu tun hat. Und zwar sind hier noch goldene Fadenviecher drin eingezogen. Ich blende euch mal ein Bild ein. Tobi hat mir hier ein wunderschönes Pärchen gegeben, vor allem das Männchen. Das ist nicht gelb, das ist so richtig, ja, sagen wir mal, ocker-orange mit einer wunderschönen Rückenzeichnung. Wunderschönes Tier, aber ich habe sie tatsächlich einmal gesehen. Einmal haben sie auch hier in der Ecke angefangen zu blubbern und ein Schaumnest gebaut. Aber seitdem habe ich sie nie wieder gesehen. Ich bin mir aber eigentlich sicher, dass sie noch drin sind. Und ja, vielleicht gibt es ja auch Nachwuchs, der mir entgangen ist. Und ja, wir werden sie vielleicht noch finden. Hier kann man gerade mal die Seerose zeigen. Also hier wächst auch weiterhin alles sehr, sehr schön und würde vielleicht noch ein bisschen besser wachsen, wenn der Schwimmfarn hier nicht alles einnehmen würde. Aber für die Fische, wo da drin sind, wunderbar. Und dann, was passt gut zu Gelb? Richtig, Blau. Und zwar sind hier noch Macropodus Spechti Royal Blue eingezogen. Diese wunderschönen, stahlblau leuchtenden Macropoden, die habe ich bei Tobi auch schon mal gezeigt, wie wir in der Laichbude waren. Könnt ihr euch mal die Laichbuden-Videos angucken, da sind sie drin. Und die haben hier in der Ecke, tatsächlich hier hinten dran, haben die ein riesiges Schaumnest gebaut. Und das habe ich abgeschöpft. Das hatte ich auch auf Instagram gepostet und habe die Jungen im Keller sitzen. Die werde ich euch nachher mal zeigen, sind tatsächlich doch einige. Die sind aber noch so klein und so gut sich am Verstecken, dass man tatsächlich gar nicht sieht, wie viele das eigentlich sind. Und vielleicht kann man einen erhaschen und da war er auch schon gewesen. Ich setze mich mal mit der Kamera hier auf die Lauer und vielleicht können wir einen Blick erhaschen. Nämlich die zwei, das Pärchen, die sehe ich regelmäßig, also die sind da. Die haben diese Ecke hier für sich in Beschlag genommen und sind hier sehr, sehr fleißig unterwegs. Und ich hoffe, dass noch hier irgendwo ein weiteres Schaumnest gebaut wurde und hier dann ja mehr wie zwei Makropode Spechti rumschwimmen, wenn das Ganze abgefischt wird. Das Schaumnest mit den Jungtieren habe ich insofern abgeschöpft oder aus dem Grund, ich es abgeschöpft habe, dass ich möglichst viele Jungtiere haben wollte und um die zu triggern, möglichst schnell nochmal ein Nest zu machen und somit doppelt oder vielleicht sogar dreifach Gelege in diesem Sommer zu kriegen. Normalerweise hätte ich ihn gelassen, aber sie sollen ja schon auch in einer gewissen Stückzahl sein, dass sich das in Anführungszeichen dann noch wirtschaftlich ein bisschen lohnt. So, dann legen wir uns mal hier auf die Lauer. Und vielleicht können wir noch einen Blick erhaschen. Ich mache mal vorsichtig hier so ein kleines bisschen frei. Und vielleicht haben wir Glück und er ist jetzt nicht zu sehr erschrocken und kommt nochmal zurück. Ich pausiere mal die Aufnahme und lauere hier mal noch ein bisschen und dann zeige ich euch mal noch den Nachwuchs von den Macropodus Spechti. Und da ist er auch schon. Ich hoffe, man kann ihn sehen, beziehungsweise das Weibchen. Und da unten ist es jetzt gerade hingeschwommen. Ich hoffe, man hat es ein bisschen im Licht gesehen. Da unten ist noch Schattenwurf. Mal gucken. Also es ist auf jeden Fall hier in der Ecke. Vielleicht kommt es noch mal raus. Also sie finden diese Taschen auf jeden Fall unheimlich toll und sind immer hier rum unterwegs. Von daher hoffe ich, dass dort vielleicht noch Jungtiere sind. Aber bisher sehe ich mal nichts. Die Tiere fütter ich tatsächlich ein bisschen mit Granulat oder manchmal auch ein paar Wasserflöhen und sowas, weil hier tatsächlich so viel Getier sich entwickelt hat. Also meistens, wenn man am Rand genau guckt, sieht man überall kleine Tierchen und so weiter, die sich bewegen. Also so ein Teich mit so einem sehr, sehr mäßigen Fischbesatz, der versorgt sich teilweise wirklich von alleine.
und man muss wirklich kaum füttern. Klar, wenn jetzt hier ein paar hundert Fische drin sind, dann sollte man schon jeden Tag füttern. Aber wenn das nur so, ja, in dem Fall 4 Stück sind, ist hier so viel an Nahrung, was sich hier entwickelt hat, bevor die reinkamen, dass die eigentlich den ganzen Sommer hier problemlos klarkommen. Okay, sie wollen sich wohl nicht mehr blicken lassen. Ist mit der Sonneneinstrahlung echt schwierig zu filmen. Ich hoffe, man sieht ihn, aber das sehe ich erst später auf der Aufnahme, weil auch mir spiegelt ein bisschen das Display. Und jetzt gehen wir mal noch in den Aquariumkeller und dann zeige ich euch, wie gesagt, mal noch den Nachwuchs von den 2 Hübschen. Der ist noch nicht so hübsch, aber er wird bestimmt mal so hübsch werden. Und noch eine kleine Überraschung habe ich für euch. Okay, aber in den Keller. Und schon sind wir im Aquariumkeller angekommen. Und hier haben wir die Macropodus Spechti. Da schwimmen ein paar rum. Ich zeige es euch gerade, sitzen tatsächlich in so einem Gefäß. Und ich habe eben 15 Stück gesehen, jetzt sehe ich noch 4. Die können sich wahnsinnig gut verstecken. Unglaublich, wie es die schaffen in diesem kleinen Gefäß. Hier ist Wasser aus dem Teich, da mache ich jeden Tag ein bisschen Wasserwechsel. Das steht hier drin, dass es dieselbe Temperatur bekommt wie das, dass die Kleinen keinen Schock kriegen. Und ja, die sind jetzt aus der heißen Phase raus, dass sie jetzt auch groß genug sind für Artemia zu fressen. Also die sollten groß werden, wenn sie noch ein bisschen größer sind. Hängt auch hier so ein Blubber drin, der minimal blubbert. Und dann können sie in ein größeres Becken umziehen und dort dann wachsen. Und hier ist noch was drin. Hier kann man es sehen. Und zwar sind da noch 2 Synodontis petricola drin. Die kennt ihr ja, die sitzen hier unten. Und zwar habe ich mich da ja tierisch gefreut, dass die Eier gelegt haben, dass da was geschlüpft ist. Aber leider ist es mit 2 Touren völlig in die Hose gegangen, bis auf 2 Tiere. Und weil ich so enttäuscht war, dachte ich, komm, machst du die mal da dabei. Und tatsächlich scheint das Früchte zu tragen. Und ich habe ein paar Sachen ausprobiert bei den nächsten Würfen, die kamen, die wohl Früchte tragen. Aber das seht ihr in einem anderen Video. Und jetzt ab zur Abmod. Und ja, wie gesagt, tickert's mal in die Kommentare, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und jetzt Abmod. Los geht's. So, Freunde, das war's dann auch schon wieder mit diesem kleinen, aber feinen Video meinerseits. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, sehr gerne Video positiv bewerten. Sehr gerne einen Kommentar schreiben, auch wenn ihr noch was wissen wollt. Oder wie gesagt, einen Videowunsch habt. Und ich muss was trinken, meine Zunge geht nicht mehr rund. Und wenn ihr das immer noch nicht getan habt, könnt ihr sehr gerne diesen Kanal abonnieren. Hilft mir weiter. Vielen Dank an jeden, der es tut. Und ich mache jetzt das Ganze hier wieder dicht, dass hier nichts reinfällt und nichts reinkommt, was nicht rein soll. Wir hoffen mal das Beste. Vielleicht gibt es nochmal ein Update, spätestens beim Abfischen. Ich hoffe, es wird nicht zu ernüchternd. Und ja, ansonsten Videobeschreibung auschecken. Dort sind, wie gesagt, einige verlinkte Videos von euch. Und hier fliegt mir eine Flugameise gegen den Kopf. Beste Abmoderation aller Zeiten. Und zwar findet ihr dort nicht nur, wie gesagt, verlinkte Videos, sondern auch noch Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt, wie die Wege zu meinem Shop. Vielen Dank für jeden, der dort vorbeischaut. Und natürlich auch noch Links, wer mich auf Facebook, Twitter, Instagram und so weiter findet. Dort könnt ihr mir folgen, mehr Like da lassen, mir eine Freundesanfrage schicken oder was auch immer. Und mir bleibt nicht mehr viel mehr zu sagen, außer wir sehen uns, klar, im nächsten Video. Macht's gut, ihr Fischlinge, und ich bin raus hier. Tschüss.